Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Castlevania Dawn of Sorrow. In der letzten Folge sind wir hier bei diesem Schieberätsel stehen geblieben, wo wir schon den unteren linken Ausgang bekundet haben, der uns aber nur zurück zum Anfang geführt hat. Und da ich nicht in einer blöden Laufanimation hier stehen bleiben möchte, bin ich einfach mal so stehen geblieben. Oh, kann man das auch so? Man kann das auch so... Oh, mir fällt gerade auf, man kann das auch ohne den Touchscreen zu berühren verschieben. Ich mache das aber lieber mit dem Touchscreen, weil das einfach schneller ist. So, da wir ja alle Räume besuchen wollten, gehe ich jetzt einfach mal systematisch zu der 2, die wir jetzt auch gleich besuchen werden. So, zack, 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 zack. Und die 4 könnten wir dabei auch gleich noch besuchen. Das war nicht so schlau. Machen wir das so, das geht schneller. Zack, 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 zack. Ah, die 4 wird ein bisschen problematischer, sehe ich. Dann soll die 4 wohl anscheinend jetzt noch nicht sein. Wir gehen jetzt mal kurz die 2 besuchen, um zu gucken, was in dem Raum Nummer 2 ist. Denn wir wollten ja alle Räume erstmal abhandeln. Ja, ich habe mir in der letzten Folge netterweise einen Zettel angelegt, in der ich... Okay, na, Nummer 2 ist nichts, dann kann ich diesen Raum auch abhaken. Ja, ich habe einen Zettel mir beiseite gelegt, in dem ich alle Räume nacheinander abhaken werde. So, denn die 2 hätten wir absolviert. Das ist doch mal was Tolles. So, die 3 hatten wir schon. Das nächste wäre dann wirklich, wirklich die 4. Und da das... Ach, ich... Mit dem Touchscreen. Machen wir es lieber mit dem Touchscreen. So, ich wollte das gerade nämlich normal versuchen. Aber das klappt ja anscheinend doch nicht. Ups, das war nicht so schlau. So, machen wir es gleich so. Dann können wir gleich die 4 und die 5 abhandeln, denn das sind gleich 2, die wir noch nicht bekundet haben. Und die 5 sieht mir nach einer Sackgasse aus, da wird sicherlich irgendetwas drin sein. Ja, ist sogar etwas. Wir haben den Schnitter, ein Reaper, wie er im Englischen heißt. Ja, schauen wir uns doch mal an, was er so anbietet. Nicht so das Gelbe vom Ei, daher bleibe ich lieber bei meinem Falkion. Und machen wir uns erneut. Also, die 4 und die 5 hätten wir damit auch abgeschlossen. Das heißt, die 6 haben wir, die 7 haben wir, die 8 wäre unser nächster Raum. Ach, Touchscreen, verdammt, ich vergesse es immer wieder. Ach, ich bin untröstlich. Okay, die 8, holen wir uns die doch mal erstmal in die Nähe. Das war dumm. Zack, 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 zack. Ich möchte das doch hier haben, weil hier ist die 6. Zack, bam, geschafft. Die 9 holen wir uns danach. Kurz durch die 4, kurz durch die 6 und jetzt schon bei der 8. Und wir halten den Türkisstecker. Das ist doch mal was Nettes. Was macht der Türkisstecker? Meine Güte. Erhöht unsere Initiative, senkt aber dadurch alles, was uns der Kraftgürtel erhöht. Daher... Ja, doch, Defensive wird um 1 erhöht. Daher lassen wir das mit dem Türkisstecker und bleiben beim Kraftgürtel. So, und dann müssen wir noch die nächsten Räume auch bekunden. Die 8 hätten wir dann somit auch abgeschlossen. 8 ankennzeichnen. 9 ist die nächste Ziffer, die wir nun bekunden. Die wird dann ein bisschen komplizierter, aber ich glaube, so mit der 10 habe ich das Ganze gerade schon mal gut angestellt. Oh, mehr oder weniger. Die 2 muss ich hier herbefördern. So, zack, 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 zack. Es wird ein bisschen komplizierter. Ich muss... Ah, jetzt weiß ich, wie ich das mache. Zack, 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 zack. Nein, andersrum. Geht schneller. Bam. Ach, was habe ich jetzt falsch gemacht? Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Oh, ich sehe es gerade. Zack, 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 zack. Ach, ich bin nicht so der Fan von Schieberätseln. Okay, hoch. Die 9 machen wir jetzt hier zur Seite. Oh, das ist wunderbar. Irgendwie habe ich es hingekriegt. Und die 10 können wir auch gleich mitnehmen. Irgendwie. Aber ja, wir haben es auf jeden Fall geschafft.
Dann kann ich die 9 und die 10 auch gleich von meinem Zettelchen abhaken. Ah, dann muss ich ja nochmal so hoch. Und jetzt die 2. In der 10 haben wir ja nichts gefunden, aber in der 9... Oh! Glitter-Outfit. Sehr interessant, wie ich vernehmen darf. So, dann kurz mal die 9 und die 10 aufgeschrieben. So, dann gehen wir auch schon mal weiter. Und, was heißt weiter? Wir gehen im Grunde genommen zurück, um die nächsten Ziffern abzuklappern. Was aber nur noch 2 sind, und zwar die 11 und die 12 und die 15. So, wo haben wir 11? 11 ist hier, ist ein Durchgang. 12 sieht aber sehr interessant aus, da ja eine Sackgasse ist. Und die 15 ist nur eine Ecke, daher würde ich sagen, nur noch die 12 würde sich lohnen zu begutachten. Jetzt muss ich aber kurz was überlegen, die 15 möchte ich auf jeden Fall erstmal hier haben. Na, 10, 10. Gucken wir uns erstmal die 12. Zack, und zwar irgendwo hier. Und jetzt noch Möglichkeit... die 6 kann ich nicht benutzen. Die 7 auch nicht. 13 auch nicht. Gut, da komme ich gerade sehr schlecht dran. 12 wird sehr wunderbar zu lösen sein. Zack. Jetzt nehmen wir irgendetwas, was hochgeht. Mit einer Ecke. Das wäre das Einzige, was wir nehmen könnten. Na, die 15. Ja, auch wenn ich gerade die 12 wieder ein bisschen verschiebe. Ach, das war dumm. Zack, 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 zack. So. Dann müssten wir hier... Jetzt brauche ich eine Rechtsabbiege. Das ist die 3. Natürlich versorge ich mir gerade so ein bisschen wieder alles. Ah, so kann ich das machen. Es dauert zwar ein bisschen länger, aber... Ich komme im Endeffekt sicher daran, ohne die 3 zu verschieben. Okay, ah, habe ich schon. Und jetzt hier noch. Oh, jetzt habe ich den perfekten Weg. Oh, ich bin so gut in solche Schieberätsel. Hätte wahrscheinlich nicht unnötig länger dauern können, wenn es ein anderer Let's Player gemacht hätte oder überhaupt eine andere Person. Aber ich habe auf jeden Fall dann zumindest alle Schatzräume hier in diesem Labyrinth geschafft. Ich benutze sogar die 15 und die 11. Der einzige Raum, in dem ich so nicht war, wäre die 12 dann. Okay, das geht wirklich nicht mit einem Doppelsprung, dann machen wir das Ganze so. Wobei die... Doch, 12. Ah ja. Breitschwert. Breitschwert, Breitschwert. Hatten wir doch... Meine Güte. Falkion Breitschwert ist extrem stärker und es hat sich gelohnt, die 12 zu bekunden. Ah, aber dann haben wir auch hier alle Orte durchgegangen. Alle Räume sind hier durchgegangen. Und jetzt gehen wir mal... Wir gehen oben rechts erstmal, ja, weil wir hier schon in der Nähe sind. Zack. Wie kommen wir am besten nach oben rechts? Das machen wir erstmal so. Zack, zack, zack. Oh ne. Bam, 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 bam. Zack, zack, zack. Nein, falsche Richtung. Okay, hoch. Und jetzt bräuchte ich ein Rechtsabbiegeviech. Am besten die 6, aber... Okay, ich mache mir das gerade ein bisschen kompliziert. Ich gehe gleich in die 6, dann habe ich ein Hochviech. Kann ich die 11 nutzen? Und die 10 auch gleich. Zang, 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 zang. Jetzt brauche ich aber noch ein oben rechts Abbiegeviech. Welches wäre dafür geeignet? Ich finde es gerade nicht. Die 3. Die 3 ist dafür geeignet. So, jetzt muss ich das Ganze so irgendwie ganz toll anstellen. Ah, es wird ein Spaß. Ja, geschafft. Okay, dann gehen wir in den oberen rechten Raum, denn ich weiß, das war wieder grandios. Ich wünschte, ich könnte fliegen. Es wäre dann viel einfacher. Na, komm, jetzt haben wir's. Da ist nämlich auch nur ein Schatz. Und zwar die Ringrüstung. Die haben wir aber, glaube ich, schon auf unserer zweiten... Ne, Elfenrobbe, Ringrüstung. Hat sich also nicht gelohnt. Und die Ringrüstung. Die haben wir echt noch nicht. Ich meinte, wir hätten die schon. Egal. Damit hätten wir jetzt wirklich alle Räume hier abgeklappert. Hat auch nicht lang gedauert. Knappe 10 Minuten hat es insgesamt sogar gedauert.
So, und jetzt gehen wir endlich dahin, wo wir... Na, ich möchte meine Ausrüstung... Na, kann ich jetzt nicht mehr wechseln. Egal, jetzt gehen wir dahin, wo wir eigentlich hin wollten. Und zwar... Oder eher gesagt, hin müssen. Und zwar... Oder, warte, ich kann es doch gerade so zu meinem Vorteil nutzen, dass ich hier alles so ein bisschen... Larifari hab. Zack, 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 zack. So, jetzt nehmen wir hier die 1. Dann die 3 hier hin. Jetzt brauche ich ein wieder nach oben geht Teil. Welches aber nicht. Doch, die 15. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Und jetzt brauche ich noch ein. Hochrechts, welches wäre es? Die 7. Die muss ich jetzt irgendwie da hochbekommen. Könnte klappen, könnte klappen. Ja. Nee, könnte nicht klappen. So kompliziert. Okay, jetzt haben wir das. Zack. Zack. Ich mag solche Schieberätsel dann irgendwie doch nicht so sehr. Zack, 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 zack. Falsch rum. Nein, warte. Doch, die 15 muss vor. Jetzt habe ich's. So, der Weg ist nun frei. Oh, hat überhaupt nicht lang gedauert. Und ich habe das extra nicht rausgeschnitten, weil ich finde, solche Rätselpassagen gehören gerade rein. Naja, ah, das ist aber auch leider einer dieser Rätsel, die man nicht irgendwie abkürzen kann, indem man die Lösung kennt. Ja, man weiß, wohin man rauskommen kann, aber sagen so, ja, das ist die Lösung, das kann man nicht. Okay, wir sind hier in einem... sehr ominösen neuen Gebiet. Es ist zwar immer noch die Dämonenherberge, aber sie ist schon mal anders gestaltet. Ich möchte endlich diesen... Ach, die Killerpuppe kaputt machen, aber die hat mich vergiftet. Oder ich weiß gar nicht, ob sie mich... Ich weiß gar nicht, bin ich gerade... Auf jeden Fall habe ich dadurch all mein Mana verloren, dadurch, dass ich lila leuchte. Hier ist kein Geheimraum. Ich bin mir gerade nicht kundig, wie hier es mit Geheimräumen aussieht. Aber ansonsten machen wir das in der nächsten Folge. Ach, meine Güte. Lasst mich doch... Ich fliehe, ich fliehe, ich fliehe. Es ist die Hasenfuß-Taktik, aber was soll's. Okay, der Killer-Clown, oh, der auch eine sehr coole Seele hat. Meiner Meinung nach. Aber natürlich bekommen wir seine Seele ja nicht. So nett, wie uns das Spiel behandelt. Hier geht's da lang. Hoffen wir, es geht da zu einem Speicherpunkt. Nein, ebenfalls nicht. Das sieht aber deutlich interessanter aus. Vor allem, weil wir hier auf einem Piano sind oder auf einem Klavierflügel. Ich weiß es gerade nicht. Sehr cool. Meine Entchen schwimmen auf... Okay, wir lassen das. Das wird auf jeden Fall auch ein Rätsel sein, dessen Lösung ich noch nicht kenne. Aber noch ist ja noch... Das wird ein Spaß. Wenn ich da unbeschadet rauskomme, das wird ein... Ja, ich hab's doch gewusst. Zack. Okay, die erste Wand ist schon kaputt. Es kommen leider nicht so wenig davon. Okay. Nein. Oh, Gott sei Dank. So, das machen wir mal kurz so kaputt. Wieder ein bisschen... Oh, wir bekommen sogar die Seele. Konter erhöhen. Oh ja, das ist auch ein sehr guter Ort, um diese Seele zu holen. Komm. Dai Kamazu. Was laber ich und was sind das für Viecher? Wie viele da kommen? Okay, na komm schon. Ach, ich bin noch dagegen gesprungen. So, kaputt. Aua, ich hoffe, es lohnt sich. So, alle tot. Was bekomme ich? Ja, was ist hier? Och, meine Güte. Das ist ein Raum, den wir erst später bekunden können. Oh, jetzt muss ich... Jetzt habe ich das praktisch alles... für die Cuts gemacht im Moment, weil die ganzen Viecher wieder respawnen. Dann nehme ich doch lieber mal einen starken Trank, einen normalen Trank, weil ich der Hoffnung bin. Ja, weil ich der Hoffnung bin, demnächst einen Speicherpunkt zu finden.
Das sieht auch verdächtig aus, das. Ich bin mir gerade nicht kundig, wie die Räume hier sind. Weil ich weiß, wo in der Nähe ein Speicherpunkt ist. Hier rechts geht es. Uiuiuiui. Abhauen, abhauen, abhauen. Ich weiß nicht, ob 173 Leben reichen. Na, das ist gerade mehr so ein Hin- und Hergelaufen. Und sich verirren. Aua. Das könnte. Egal. Hauptsache, die Killerpuppe berührt mich nicht. Ich möchte meinen Mana behalten. 20 Schaden kann ich einkassieren. Na komm schon. Zack, zack. Einer ist tot. Der andere. Na. Den machen wir so lieber tot. Was haben wir hier? Ebenfalls kein Speicherpunkt. Ja, geh weg, Lilies. Das wird alles andere als komfortabel. So, hier müsste keiner sein. Oh, aber hier ist ein neuer Magiezirkel. Kann man sich merken. Die Folge wird, glaube ich, auch langsam ein bisschen länger. Uah. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Geh weg, bleib auf Distanz. Oh Mann, das ist alles andere als nett. Was haben wir? Ach, von da komme ich. Nur dieser Quetzalcoatl nervt. Was haben wir hier? Eine Mystic News, die ich hoffentlich noch nicht besitze. Oh Gott, geht mir da weg. Ich mache euch alle gleich auf einmal kalt. So. Ah. Stirb. Geh weg, geh weg. Ach, Gott sei Dank stirbst du. Und ich schwäche dich vor. Und ich bekomme Gott sei Dank die Killerpuppe. Flüche aufheben. Oh, das ist sogar Mystic News 2-2. Die hatten wir noch nicht. Und ich glaube, so eine gute Seele, dass wir keine Flüche mehr haben. Nee, das lohnt sich nicht. Ich bleib beim Golem. Glück erhöhen? Nee, ich bleib beim Geistertänzern. Das gibt mir nochmal mehr Glück. Irgendwelche Seelen einzufangen. Ah, lass mich da bitte hoch, möglichst schnell. Ja, es ist da, wo ich vermutet habe. Wir speichern das Spiel. Denn nun heißt es gleich Boss Time. Aber erst in der nächsten Folge. Mein Name ist Tex. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal erst wieder, wenn wir dem mittlerweile 5. oder 6. Boss? Der 6. Wenn man Dario und Dimitri dazu zählt. Was ich meine, man gut machen kann. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Mein Name ist Tex. Auf Wiederhören.